Hallo, ich habe vor ungefähr einer Woche ein Video darüber gemacht, wie ich in einem wunderschönen Bergsee in Graubünden versucht habe, den goldenen Herbst einzufangen. Und es hat nicht nur mir gefallen, offenbar auch euch. Vielen Dank für das Feedback. Gleichzeitig war mir aber auch klar, dass nicht alle von euch die Möglichkeit haben und die Zeit, einen solchen Ort zu besuchen mit Übernachtung und allem. Und trotzdem möchtet ihr vielleicht gerade in dieser schönen Jahreszeit auch einige Fotos machen im Wald, eben wenn das Laub sich verfärbt. Und deshalb dachte ich mir, mache ich einen zweiten Teil, Landschafts- und Naturfotografie im Herbst. Diesmal aber nicht an einem abgelegenen Bergsee, sondern im städtischen Wald direkt hinter der Wohnung. Vielleicht hört ihr auch Zug, und Baumaschinen und Straße im Hintergrund. Das ist wirklich, wirklich nicht abgelegen. Und trotzdem bin ich zuversichtlich, dass ich einige Fotos heimbringen kann und möchte euch natürlich Tipps auf den Weg geben. Und damit es auch budgetmäßig realistisch wird, habe ich mein günstigstes Objektiv genommen, bin nur mit diesem unterwegs. Ein 50 mm 1,8, das habe ich vor einigen Wochen für 65 Franken, 60 Euro gekauft. Also das kann sich jeder leisten und ich würde sagen, los geht's. Ich musste jetzt gar nicht weit laufen. Ich finde den Weg hier durch den Wald eigentlich schon recht schön, wie der hier sich durchschlängelt. Und vom Kiesboden sieht man relativ wenig, da der vom Laub bedeckt ist. Das sind Ahornblätter hier. Und ich denke, ich beginne gleich mal mit den ersten Fotos. Ich blende etwas ab, einfach damit ich eine ausreichende Schärfentiefe habe. Ungefähr Blende 8. Und los geht's. Gut, ich gebe zu, vielleicht war ich etwas optimistisch, was die Wahl an Equipment angeht. Ein Stativ wäre jetzt doch noch relativ nützlich. Wie ihr seht, ist es noch neblig. Und am Morgen, das heißt, wir haben nicht extrem viel Licht. Und gerade wenn ich für die Schärfentiefe abblenden will, ich bin jetzt sogar auf Blende 11, werden die Verschlusszeiten eher lang. Und diese Kamera hat im Gegensatz zur R5 keinen integrierten Bildstabilisator. Was hilft, ist, die Kamera mal ins Live-View zu schalten. Dann habt ihr die Erschütterung vom Spiegel weg. Ihr könnt auch auf den leisen Auslösemodus gehen, also praktisch den ersten elektronischen Verschluss. Das hilft auch noch einmal. Ich möchte euch ganz kurz etwas zeigen zur Bildgestaltung. Und zwar habe ich jetzt auch einige Hochformatfotos gemacht. Mir hat das relativ gut gefallen, wie der Weg sich hier durchgeschlängelt hat. Wenn ich Querformat gemacht habe, habe ich auch geschaut, dass ich den Horizont, also da, wo der Weg im Prinzip aufhört, hier eher im oberen Drittel ist und nicht in der Hälfte. Das wirkt einfach ein bisschen harmonischer, finde ich. Und gerade in der Landschaftsfotografie und Detailfotografie, wo man die Zeit hat, finde ich es immer wieder cool, etwas zu experimentieren. Ich habe jetzt die Blende auch mal komplett geöffnet, auf Blende 1,8, um einmal zu schauen, wie das wirkt, wenn ich den Vordergrund hier, also diese Waldstraße mit den Blättern unscharf im Hintergrund habe, ist eine ganz andere Wirkung, wie wenn ich die Blende schließe. Experimentiert mal, schaut, was gefällt euch besser und macht lieber ein Foto mehr und entscheidet euch dann später im Computer, würde ich sagen. Hat jetzt nicht unbedingt viel mit Herbstfarben zu tun, aber ich finde es cool, wie man hier immer wieder den Efeu sieht, auf Lateinisch Hedera helix, der sich so hoch schlängelt an den Bäumen. Und ich werde hier nochmal ein paar Bilder machen. Stativ lohnt sich hier gar nicht, denn wir haben ein Problem und das ist der Wind. Vielleicht seht ihr es sogar auf der Videoaufnahme. Die Blätter bewegen sich etwas im Wind, das heißt, die Verschlusszeit muss sowieso kurz sein. Auch hier eine Reihenaufnahme kann helfen, damit wenigstens eines der Fotos scharf ist. Ich habe ein Ahornblatt gefunden, das zwar relativ schön aussieht, aber hier relativ unfotogen auf dem Kiesweg lag. Jetzt nehme ich das einfach, verschiebe es hier um 2 Meter. Da, wo schon Erde und eine Laubschicht mit relativ stark verfärbten dunklen Buchenblättern ist, lege es dorthin. Da wirkt es für mich etwas schöner. Das ist dieser Beschiss, sage ich einmal, der natürlich in der Naturfotografie relativ üblich ist. Ihr müsst es ja nicht machen, aber zumindest wisst ihr, wie es geht.
Hier hinter mir hat es einige Bäume, die wirklich wunderschön den Efeu hoch haben. Man sieht die Stämme wirklich rausstechen aus dem Grün-Gelb, da die Stämme halt noch relativ dunkel sind, also gefällt mir relativ gut. Trotzdem finde ich es nicht einfach, wirklich ein Bild hinzubringen. Und was ich da manchmal versuche, ist, ein bisschen kreativer zu sein, auch wenn es mittlerweile wirklich nichts Neues mehr ist, um mal einige Wischer zu machen. Ist nicht jedermanns Stil, ich mache es eigentlich fast nie, aber ab und zu denke ich mir, ich könnte es wieder mal versuchen. Hier kann ich mit den ISO wieder etwas mehr runtergehen, denn ich brauche eher eine etwas längere Verschlusszeit, damit man diesen Wischeffekt hat. Das kommt natürlich darauf an, wie schnell ihr wischt und was für eine Brennweite ihr einsetzt. Ich starte jetzt mal mit einer Zehntelsekunde. Ich schaue, dass ich nicht zu viel Himmel drauf habe, vielleicht ganz wenig, aber lieber eigentlich nicht. Und Bildstabilisator sollte ausgeschaltet sein, hat dieses Objektiv und die Kamera eh nicht. Aber falls ihr das habt, schaltet das aus und dann kann es losgehen. So, als nächstes möchte ich ein paar Detailaufnahmen machen mit einem schönen unscharfen Hintergrund und mit dem schönen Buchenlaub bietet sich da doch einiges an. Ich gehe jetzt hier mal auf entweder auf alte Pflanzenteile eigentlich, entweder Blätter oder Blütenstände, glaube ich sind das. Hier öffne ich jetzt die Blende voll, wie gesagt, oder zumindest voll ziemlich, zum einen relativ unscharfen Hintergrund kriegen und ich versuche möglichst wenig Himmel im Bild zu haben. Ein bisschen, der Durchschimmer kann vielleicht gut aussehen mit diesen hellen Unschärfekreisen. Aber ich finde gerade im Hintergrund zu viel Weiß, das wirkt schnell ablenkend. Aber ja, versuche ich es dann mal. Ich positioniere mich ein bisschen um und schaue, was rauskommt. Hier an diesen abgesägten Baumstrunken, die noch als Totholz hier liegen gelassen wurden, sieht man, dass das zumindest ein bisschen klappt. Das ist nicht so gut wie ganz wie stehendes Totholz zum Beispiel oder Totholz, das wirklich in Längen ja, etwas länger herumliegt. Aber trotzdem, man sieht hier, dass einige Pilze diesen Baum besiedeln. Und diese möchte ich jetzt fotografieren, mit Offenblende natürlich, mit dem schönen, unscharfen dem schönen goldenen Laub als unscharfer Hintergrund und ich gehe möglichst hier parallel hin und ja, versuche mal mein Bestes. Versuche den Pilz eher in die obere, ins obere rechte Eck zu platzieren, so nach der Drittelregel. Ja, gar nicht so schlecht. Die Schärfentiefe ist halt wirklich extrem gering, das heißt, ihr werdet nie den ganzen Pilz scharf kriegen, wenn ihr so stark abblendet. Das wird nicht einmal gehen und selbst wenn ihr die Blende auf 25 schließen würdet, wäre einfach der Hintergrund nicht mehr schön. Entweder man geht hier die Kompromisse ein, so wie ich es jetzt gemacht habe, oder ihr setzt dann halt auf Focus-Stacking, aber dann braucht ihr ein Stativ zwingend. Ihr müsst euch etwas mehr Zeit nehmen und nicht nur mehr Zeit hier, das stresst mich nicht so, sondern auch mehr Zeit zu Hause vor dem Computer. So, das war es auch schon für heute. Wirklich, ich wollte minimalistisch unterwegs sein, nur mit einem Objektiv, mit meiner schlechtesten Kamera, die ich habe, noch einer Spiegelreflex, der 5D Mark IV, aber mit einer, ich weiß nicht, 60D, 90D lassen sich wirklich sehr ähnliche Aufnahmen realisieren. Ich habe auch wirklich mich nur für ein Objektiv entschieden, deshalb für das günstigste, das ich habe, das 50mm 1.8, wie gesagt, kann ich auch jedem empfehlen, ist, wie gesagt, ein Schnäppchen und man kann relativ coole Sachen machen. Wenn es noch eher dunkel ist, wird die Verschlusszeit halt manchmal ein bisschen lang. Das ist ein normales, ist einfach so ein Phänomen. Hier wäre vielleicht ein Stativ noch nützlich gewesen zum Einsetzen, aber ich habe damit gefilmt und ich wollte jetzt da nicht noch ewig rumhantieren. Und wie gesagt, ich wollte das Video so einfach wie möglich halten. Wenn man noch mehr Komplexität dazugeben möchte, erstens kann man natürlich den Wald etwas mehr erkunden. Da gibt es noch viel zu entdecken mit Pilzen und so weiter. Man kann in der Abenddämmerung gehen und dann vielleicht versuchen mit der Taschenlampe ja, ein wenig Pilze oder andere Sachen anzuleuchten. Das gibt noch einmal einen ganz anderen Effekt. Man kann warten, bis die Sonne sich zeigt und dann hat man vielleicht so Flares im Hintergrund.
Ein bisschen so etwas habe ich vor einigen Jahren einmal in meinem Garten versucht. Aber wie gesagt, für dieses Video wollte ich mich bewusst auch zeitlich beschränken auf eine, maximal 1,5 Stunden inklusive der Arbeit für das Filmen. Ich hoffe, so ein Video hat euch auch gefallen. Und nicht nur die, wo ich eben an schönen, natürlichen Orten bin. Falls ja, lasst es mich unbedingt wissen, denn nur wenn ich ein bisschen ein Feedback erhalte, kann ich diese Videos auch weitermachen. Also schreibt es unbedingt in die Kommentare, ja, ich möchte mehr solche Videos, das ist gut. Oder nein, lieber nur die wirklich schönen, spektakulären Orte. Das ist eure Entscheidung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, rauszugehen und zu fotografieren. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Ciao!